Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DFB-Pokalspiel zwischen 60 München und Borussia Dortmund. Endstand war 0:3. Die beiden Trainer darf ich neben mir recht herzlich begrüßen und natürlich bekommt unser Gast die ersten Worte. Ja, schönen guten Abend. Ich finde, wir sind sehr gut und sehr professionell ins Spiel gekommen. Wir wollten dem Gegner den Respekt zeigen, mit einer sehr guten und professionellen Körpersprache sofort das Spiel zu beginnen. Das hat gut funktioniert, haben sehr viele gute Torchancen herausspielen können. Zu Beginn konnten uns dann mit 3 Toren zur Halbzeit belohnen. Und dann, finde ich, haben wir, weil wir dieses Thema häufiger in der Vergangenheit hatten, eine sehr erwachsene Leistung heute gezeigt, haben die 0 verteidigt, hatten dann in der zweiten Halbzeit, war dann nicht mehr so der Zug drin, war nicht mehr so die Klarheit drin, hatten trotzdem dann noch so 5, 6 gute Möglichkeiten. Dementsprechend war es ein gelungener Abend für uns. Wir sind verdientermaßen in die zweite Runde eingezogen. Ich wünsche euch, ich habe am 1860 alles Gute für die kommende Saison. Marcel Bär, alles Gute, dass er nicht lange ausfällt und euch die Daumen, dass ihr da endlich den Aufstieg packt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Gratulation. Ich glaube, das war ein klarer, verdienter Sieg. Von der ersten Minute an, ja, wir haben gesehen, dass ein 2-Klassen-Unterschied. Für uns war das natürlich heute kein guter Tag, das muss man trotzdem in der Rückschau so sehen. Es ging Mittag schon los mit der Verletzung von Semih Bekir, Romanspitzen. Das hat sich dann fortgesetzt mit einem frühen Tor. Das haben bestimmte Dinge, die du da eigentlich dann vorhast, schon passiert. Dann verletzt sich Marcel Bär. Dann kommt ein zweiter Wechsel dazu, weil Chris Wanner dann schon gelb-rot gefährdet ist. Und dann natürlich mit dem 2-3-0 vor der Halbzeit ist dann am Ende das Spiel relativ schnell zu Ende gewesen. Und auch dann natürlich unsere zweite Halbzeit, dass wir dann versucht haben, wirklich in der zweiten Halbzeit die 0 zu halten, dass wir einfach konsequent verteidigen im 4-1-4-1. Das ist, glaube ich, gut gelungen, weil das am Ende ja das ist, was wir in der Liga brauchen. Und dann kann man, glaube ich, ein ganz, ganz großes Kompliment unseren Fans zollen, wie die heute in dem Stadion Gas gegeben haben, wie die von der ersten bis zur letzten Minute unterwegs waren. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Kino. Und von dem her, wie gesagt, hat man das Spiel ab. Leider, wie gesagt, mit den 2 Verletzungen können wir leider nicht so schnell zu Tage dort übergeben. Das heißt, mal schauen, was mit Semih und mit Marcel los ist, wie schwerwiegend die beiden Verletzungen sind. Wünsche dem BVB alles, alles Gute, vor allem das nächste Mal schon gegen Leverkusen. Und ja, vielen Dank. Dann eure Fragen bitte. Wir haben hier vorne ein Mikrofon vorbereitet. Christoph wird es nach hinten geben. Oder Marie. Ja, Herr Lehning. Du hast heute auf Schlotterbeck und Süle in der Innenverteidigung gesetzt. Vielleicht kannst du noch mal begründen, warum, und uns sagen, warum Süle in der Halbzeitpause in der Kabine geblieben ist. Ja, wir haben uns heute für die Viererkette entschieden, weil wir das Gefühl hatten, dass wir uns darin sehr wohlfühlen und dass es auch zum Gegner passt. Und dann, ihr habt die 3 Spieler jetzt erwähnt, aber wir haben ja auch noch andere Innenverteidiger. Da musst du dich als Trainer irgendwann mal entscheiden, wer von denen nicht startet. Und wir haben es gesagt, eine gute Mannschaft zeigt sich nicht nur durch die Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern halt auch, wie stark die Bank ist. Und heute hatten wir Mats Hummels auf der Bank, der dann in der zweiten Halbzeit reingekommen ist und ein hervorragendes Spiel gemacht hat, war sofort da, sehr präsent, sehr zweikampfstark, sehr klar im Passspiel. Und so stellen wir uns das Ganze vor zu Niklas. Niklas hat in der ersten Halbzeit ein bisschen was am vorderen Oberschenkel gespürt. Und das ist dann halt der Luxus, den wir haben, dass wir dann kein Risiko mehr eingehen müssen, sondern dann einfach mit dem Mats Hummels qualitativ ohne Verlust jemanden einwechseln können, der diese Position komplett ausgefüllt hat und sehr gut gespielt hat. Kurs-Ruhe-Nachrichten, noch eine Frage an Edin Terzic. Am augenfälligsten war der Klassenunterschied vielleicht beim Tempo, besonders bei Daniel Mahlen. Wie hast du seine Leistung gesehen und welche Erklärungen, welche Gründe und Ansätze hast du dafür, dass er jetzt in der frühen Saisonphase so anders auftritt als in der vergangenen Saison? Ja, Donny ist wirklich sehr gut in die Vorbereitung gestartet, hatte einen sehr guten Eindruck in den ersten Trainingstagen gezeigt, hatte aber leider so ein bisschen Verletzungsprobleme mitgebracht aus der Sommerpause. Das habt ihr alle mitbekommen, zum Ende der letzten Saison hat er auch auf die Nationalmannschaft verzichtet, sodass wir ihn da ein bisschen behutsam aufbauen wollten. Und ja, heute hat er sein Tempo komplett auf den Platz gebracht, ist eben 1 gegen 1 nicht aufhaltbar gewesen. Und so stellen wir uns das vor. Aber wenn du jetzt auf das Tempo ansprichst, da hatten wir ja Karim auf der anderen Seite. Es geht halt darum, der Gegner stellt sich da auch drauf ein. Und ich glaube nicht, dass der Gegner so blauäugig ist und nicht weiß, dass die Jungs schnell sind. Dementsprechend ist es unsere Aufgabe,
uns die Räume aufzuziehen. Das haben wir durch gutes Positionsspiel geschafft, durch klares Passspiel, um dann halt nicht vielleicht mit dem ersten, sondern erst mit dem zweiten oder dritten Ball das Tempo dieser beiden Jungs ins Spiel zu bekommen. Und beide haben es gut gemacht, beide haben sich mit dem Tor belohnt. Trotzdem war nicht alles gut, das werden wir ihnen auch zeigen. Wir sind da noch am Anfang, aber es war auf jeden Fall ein guter erster Schritt in die richtige Richtung. Weitere Fragen? Matthias Eicher? Herr Kölner, können Sie irgendwas Konkretes sagen über eben Samuel Bier und Marcel Bär? Es gibt zwar noch keine Versuchungen, aber das sah ja gerade bei Marcel Bär auch nicht besonders gut aus. Oder ist die Gefahr schon größer, dass er vielleicht länger fehlen könnte? Das kann man jetzt nicht abschätzen. Also wie gesagt, bei Samuel, glaube ich, haben wir Glück im Unglück. Ich glaube, das ist jetzt so nur, wo im Anfang steht, dass das Knie verdreht, also auf dem Ball so weggerutscht. Bei Marcel ist jetzt hier ein bisschen, müssen wir schauen, dass da hier rauskommt. Ist auch mit dem Fuß unten weggeknickt, also geht hier so mit dem Fuß runter. Aber da können wir jetzt nichts genau ausprobieren, das müssen wir machen, muss ich mit hier aufwachen. Genau. Weitere Fragen? Matthias Eicher? Herr Terzic, wenn Sie sagen, es war nicht alles gut, wo sehen Sie denn noch Verbesserungsmöglichkeiten oder Verbesserungen? Wo müssen Sie sich noch verbessern? Wo muss sich die Mannschaft noch verbessern? Ja, ich habe ja die erste Halbzeit gelobt. In der zweiten Halbzeit haben wir es trotzdem auch geschafft, 5, 6 gute Torchancen herauszuspielen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass der Fuß so ein bisschen vom Gas runtergegangen ist, dass wir dann zu eng wurden, dass wir dann vielleicht auch die zu komplizierte Lösung gesucht haben. Und ehrlicherweise war das Spiel dann schon so gestaltet, dass man gar nicht mehr dieses allzu große Risiko gehen muss in der Offensive, sondern mit Klarheit dafür sorgen kann, dass der Gegner nicht mehr an den Ball kommt. Trotzdem haben wir dann so 2, 3 Chancen zugelassen, auch aus dem Konter heraus. Was gut ist, wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder das Thema, dass wir Standards verteidigen müssen. Da freut man sich, dass man dann Standards verteidigen darf, aber am liebsten hätte ich sie gar nicht zugelassen. Das Bergmann. Herr Terzic, angesichts des Spielverlaufs dieses klaren Sieges, eine Antwort auf die Frage, wie schwer wiegt der Ausfall von Sebastian Lehr, haben Sie wahrscheinlich heute auch nicht erhalten können, oder? Ja, Sebastian fehlt uns jeden Tag. Und da rede ich jetzt bei den Menschen. Ich weiß, dass Ihre Frage ja auf die Nummer 9 vom BVB zielt, aber wir vermissen ihn als Menschen und drücken ihm beide Daumen, dass er so schnell wie möglich gesund ist. Er darf leider aktuell nicht mit uns spielen, trotzdem hindert uns das nicht daran, für ihn zu spielen. Und wir haben ihm versprochen, in die nächste Runde einzuziehen und wir sind sehr glücklich, dass wir es anhalten. Hier sage ich ja nochmal. Herr Kölner, was haben Sie denn heute Positives gesehen von Ihrer Mannschaft und warum glauben Sie, dass Sie in Ihrer Lage nicht was erwartet für die nächste Aufgabe der Liga? Also ich glaube, gegen den Drittligist, gegen den Bundesligisten und vor allem gegen die europäische, gegen eine Mannschaft, die in Europa unterwegs ist, verliert. Also ich glaube, da müssen wir uns jetzt nicht schämen dafür. Also ich glaube, dass es nicht so ist, dass jetzt dann bei 60 München dann die große Katerstimmung ausbricht. Ich glaube, das ist natürlich immer so. Man glaubt und man wünscht die Sensation, die wir heute natürlich leider nicht bekommen. Man hofft natürlich auch, dass man lange im Spiel bleibt. Das ist uns heute auch nicht gelungen, natürlich mit dem frühen Rückstand. Aber wir haben nach wie vor eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich glaube, das haben die Fans heute auch honoriert. Und am Ende geht es für uns darum, dass du nächste Woche jetzt gegen Oldenburg zu Hause einfach dann auch wieder die nächsten 3 Punkte holst. Und schwerer, wie gesagt, das Einzige, was also wirklich heute das Schwierigste an dem Thema ist, dass wir heute 2 Verletzungen zu beklagen haben. Ansonsten, wir haben die zweite Halbzeit nicht aufgegeben, wir haben die zweite Halbzeit versucht, es dann mit der guten Spielverteidigung, am Ende mit der guten Defensivleistung, am Ende das Spiel zu beenden, ist uns gelungen. Wir mussten in der zweiten Halbzeit keinen Treffer mehr hinnehmen. Und das ist natürlich am Ende das, was wir am Ende benötigen für die Saison, dass du trotzdem auch, wenn es mal ein bisschen schlecht läuft im Spiel, dass du trotzdem am Ende auch eine gute Linie bist. Gut, nachdem es aus dem Raum schon die ersten zärtlichen Zeichen gibt, dass der BVB zum Flughafen muss, beenden wir die Pressekonferenz für heute. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, unseren Gästen einen guten Heimflug und ja, mindestens 2 Tage. Vielen Dank.